Aber Sie sehen auch sehr gut aus, muss ich mal sagen. Wie geht's Ihnen denn? Mir geht's gut. Also das ist, ich habe zum Glück keine größeren Beschwerden und habe eine sehr unspannende Schwangerschaft insofern eigentlich hinter mir, also gesundheitlich gesehen, und bin darüber aber sehr froh. Wissen Sie, natürlich wissen Sie schon, was es wird. Ja, inzwischen wissen wir es. Nein, das haben wir noch nicht gesagt. Wie bereiten Sie sich denn vor? Ist das Kinderzimmer schon eingerichtet? Ist schon alles gemacht? Oder? Nee, noch gar nichts. Das werde ich jetzt langsam mal. Das sind jetzt so die letzten Events und dann schaut man mal, dass man in die Pötte kommt langsam. Ich bin da ja immer, ich bin generell jemand, der gerne zu spät kommt und auf letzte Minute, und das ist jetzt auch so. Planen Sie schon so ein bisschen für die Zeit danach, wie es auch vielleicht beruflich weitergeht? Nein, noch gar nicht. Das ist mein erstes Kind, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Insofern kann ich, glaube ich, auch noch gar nicht sagen, ob man da nach 4 Wochen sagt, zum Glück komme ich mal 2 Tage raus, oder sagt, nein, das will ich jetzt gar nicht, das will ich mir jetzt auch nicht so verbauen. Ich habe 1, 2 Sachen, die ich fest zugesagt habe, aber den Rest will ich mir komplett offen lassen, damit ich auch die Chance habe, zu Hause zu bleiben, wenn es so sein sollte.